Ja, willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Jetzt endlich fangen wir an mit der Programmierung von Klassen. Also wir schauen uns, nachdem die letzten Videos sich ausschließlich um Grundlagen, wie baut man Funktionen auf, welche Variablentypen gibt es, wie setze ich Variablen ein, Ausdrücke, Anweisungen, was wir uns da alles angeschaut haben. Das hat letztendlich nur mit dem Thema zu tun gehabt, wie schreibe ich eigentlich hauptsächlich Code in Funktionen? Und jetzt gehen wir eben eine Stufe höher und schauen uns mal an, was sind denn jetzt eigentlich Klassen genau? Und für dieses Beispiel baue ich einfach mal eine Beispielklasse, in der wir uns angucken können, wie sie aufgebaut ist. So, dann schauen wir uns das erste Mal an. Das hier, was ich hier gerade geschrieben habe, ist ein sogenanntes Feld. Das nächste, was ich zeigen möchte, ist eine sogenannte Eigenschaft. So. Das nächste, was kommt, ist eine Methode. Mit denen haben wir uns ja schon ausgiebig beschäftigt. Und als letztes einen sogenannten Event. Dann zoomen wir etwas raus, damit wir alles im Blick haben. Das hier ist unsere Beispielklasse. Wie gesagt, wir haben hier einmal ein Feld. Wir haben hier eine sogenannte Eigenschaft, eine Methode und ein Event. Und bevor wir uns da etwas näher drum kümmern, schauen wir uns nochmal die Syntax für die Klasse selbst an. Was haben wir hier? Wir haben einen sogenannten Modifizierer wieder, wie man hier sehen kann. Danach folgt das Schlüsselwort Class und dann folgt der Bezeichner oder der Name der Klasse. Am Ende bekommen wir hier noch eine geschweifte Klammer auf und eben eine geschweifte Klammer zu. Und diese beiden geschweiften Klammern bilden den sogenannten Klassenscope. Also genauso wie eben diese geschweiften Klammern hier den Funktionsscope bilden, wo man eben Code reinschreiben kann, bilden diese geschweiften Klammern hier den Klassenscope. Ein Punkt zu den Modifizierern. Wir haben hier offensichtlich bei dieser Klasse, die die Main-Funktion enthält, keine Modifizierer davor. Und genau das gleiche könnte ich hier auch machen. Wenn ich keine Modifizierer bei einer Klasse setze, dann macht das der Compiler implizit für mich während des Erstellvorgangs. Und der Standardmodifizierer, der dann für Klassen gesetzt wird, ist eben internal. Was diese Modifizierer genau ausdrücken, schauen wir uns später an. Als Faustregel kann man sich aber einfach merken, Klassen, die wir während dieser Vorlesung schreiben, die sind immer public. Die haben den Modifizierer public hier oben. Zu sehr, sehr großen Teilen. Okay, kommen wir nochmal zum Klassenscope zurück. Beim Funktionsscope haben wir schon gesehen, dass wir innerhalb des Funktionsscope Anweisungen schreiben können. Das dürfen wir hier eben nicht machen. Wir können nicht einfach hier rein in diesen Klassenscope gehen und console write line
versuchen aufzurufen. Das geht nicht, wie man sieht. Da sagt der Compiler, das ist so nicht okay. Stattdessen, was wir innerhalb von Klassenscopes machen können, ist sogenannte Klassenmitglieder definieren. Und diese Klassenmitglieder sind eben einer von diesen vier vorgestellten Typen Methoden. Mit denen haben wir uns ja schon ausgiebig beschäftigt. Hier oben haben wir eben ein sogenanntes Feld. Felder kann man sich ganz kurz erklärt wie eine Variable vorstellen, die aber eben nicht zu einer Funktion gehört und dann auch abgebaut wird, wenn die Funktion beendet wird, sondern sie gehört zu einem Objekt. Und dieses Objekt behält den Wert des Feldes genauso lange, wie das Objekt letztendlich lebt. Was das genau heißt, schauen wir uns später nochmal an. Und hier haben wir eben sogenannte Eigenschaften. Eigenschaften sind dazu da, den Zugriff auf Felder. Wir versuchen in der Objektorientierung immer durch die Kapselung auch eine sogenannte Datenhoheit für Objekte herzustellen. Was heißt, dass eben von außen auf Feldwerte nicht einfach zugegriffen werden darf, sondern der Zugriff auf solche Feldwerte ist von der Klasse über spezielle Methoden bereitgestellt und genau dazu gibt es in C# sogenannte Eigenschaften. Offensichtlich ist das hier alles mehr oder weniger prozeduraler Code und das hier schaut irgendwie komisch aus. Also damit können wir jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel anfangen. Was soll das sein? Aber ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, dieses Set und dieses Get sind einfach bloß Methoden. Die sind speziell gekennzeichnet, aber letztendlich kann man sich darunter nur spezielle Methoden, die zu dieser Eigenschaft gehören, vorstellen. Und genau diese Methoden regeln eben den Zugriff auf Felder. Das ist eine Spezialeigenschaft von C#. Ja, und als letztes haben wir hier unten ein Event. Da möchte ich jetzt noch gar nicht so viel näher drauf eingehen, was ein Event macht. Letztendlich kann man sich darunter so ein bisschen das Publish and Subscribe Pattern vorstellen. Das heißt, andere Objekte können sich auf diesen Event hier registrieren, wenn wir aus dieser Klasse ein Objekt gemacht haben. Und wenn wir dieses Event auslösen, kann jedes andere Objekt, was sich hier drauf registriert hat, eben mit bestimmten Methoden, Aufrufen reagieren. Mehr möchte ich dazu jetzt noch gar nicht sagen. Warum? Weil wir dazu erstmal wissen müssen, was das hier in der Mitte ist, diese Action of Int. Und da brauchen wir einerseits das Wissen, was sind Generics, und andererseits das Wissen, was sind denn sogenannte Delegates. Also mit Event werden wir uns sehr viel später in der Zukunft beschäftigen. Bei Methoden, die haben wir ja schon relativ ausführlich auseinandergenommen. Wichtig ist hier vielleicht noch anzumerken, wir haben bis jetzt immer in den Videos sogenannte statische Methoden aufgerufen. Und hier haben wir erstmals eine nicht statische Methode. Und genau das ist auch das, worauf Sie letztendlich hinstreben sollten, wenn Sie die volle Kunst der objektorientierten Programmierung und des objektorientierten Designs einsteigen wollen, dann sollten Sie statische Mitglieder in Klassen so gut wie möglich vermeiden, sondern wir machen sogenannte Instanzmitglieder von Klassen. Also alles, was nicht static ist, wird letztendlich eine Instanzmethode. Was das heißt, schauen wir uns auch später in einem weiteren Video nochmal genauer an. Wichtig für dieses Video ist erstmals zu wissen, wir können neue Klassen definieren, indem wir einfach diesen Syntax folgen. Wir sagen Modifizierer, das Schlüsselwort Klasse, der Bezeichner der Klasse und dann öffnen wir den Scope der Klasse. Und innerhalb dieses Scopes
definieren wir beliebige Klassenmitglieder. Und Klassenmitglieder sind eben Felder, Eigenschaften, Methoden oder Events. Und wir werden uns am Anfang, wenn wir jetzt erforschen, wie kann man denn Klassen aufbauen und wie kann man sie einsetzen, werden wir uns erstmal auf Methoden, die uns schon bekannt sind, und dann auch zunächst auf Felder beschränken, die eben dann den Grundbaustein einer Klasse letztendlich ausmachen. Und über diese kommen wir dann auch zum ersten großen Paradigma der objektorientierten Programmierung, und das ist eben die Kapselung. Ja, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video schauen wir uns Felder genauer an und ja, wie man sie definiert, was man dabei beachten muss und wie man sie letztendlich einsetzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.